Hallo Leute, ich bin Ultimate Spin Dash und wir grätschen heute mitten in unsere Gegner, denn wir werfen jetzt einen Blick auf die Tonfas in Warframe. Tonfas sind ein Paarwaffentyp mit verstärkten Slide-Angriffen. Echte Tonfas sind zwar eigentlich mehr Schlagstöcke als Schwerter, aber das hier ist Warframe, wo Ninjas mit Zylindern Leute in andere Dimensionen schicken. Wobei sich realistische Tonfas durchaus für eine einschlagsbasierte Waffe eignen würden. Die ältesten Tonfas im Spiel sind die schnittbasierten Cronen, die mit Update 14 dazukamen. Jetzt fühle ich mich alt. Etwas später folgten die Boltes, die auf Durchschlagsschaden basierten. Oder heißt es Boltache? Keine Ahnung. Und mit der dritten Welle der Syndikatwaffen kamen die Telos Boltes, weil die Arbiters of Hexes offenbar echt einen Boltor-Fetisch haben. Ernsthaft, was kommt als nächstes? Ein Boltor Warframe? Die Blaupause für die Cronen erhaltet ihr im Markt für 65.000 Credits. Da sie nur Meisterschaftsrang 3 erfordern, sind sie für neue Spieler gut erreichbar. Schwierig werden wohl höchstens die beiden Argon-Kristalle, die für ihren Bau nötig sind. Die Blaupause für die Boltes ist mit 20.000 Credits deutlich günstiger, erfordert aber sowohl eine fertige Boltor sowie Cronen. Die Boltes ist den Cronen in den meisten Aspekten ebenbürtig oder überlegen, ist aber langsamer und Schnittschaden ist im Endgame meist nützlicher. Das führt mich zu den Telos Boltes, die ihr für 125.000 Standing von Nintendo Fanboys of Hexes bekommt, nachdem ihr bei ihnen Stufe 5 erreicht habt. Solltet ihr dem Pfad der Wahrheit nicht folgen, müsst ihr entweder Freunde an den richtigen Orten haben oder den Handelschat nutzen, um ein Exemplar dieser Waffe zu bekommen. Die Telos-Boltes erfordern Meisterschaftsrang 8, sind den normalen Boltes aber in jeder Hinsicht überlegen. Das liegt nicht nur an ihren Stats, sondern auch daran, dass die Telos-Boltes den traditionellen Syndikats-AOE gegen einen radialen Angriff austauscht, der bei jedem Slide-Angriff ausgelöst wird, wenn ihr die Waffe im Nahkampfmodus führt. Dabei erhöht sie auch die Geschwindigkeit und Dauer von Geschosssprüngen, Aim-Gliding und Wall-Latching um 20%. Der radiale Angriff hat normalerweise eine Reichweite von 9 Metern, wird aber von Reichweite beeinflusst und erreicht mit Prime-Reichweite 24 Meter. Auch wenn dieser Angriff weder zum Combo-Counter beiträgt, noch davon profitiert, ist das ziemlich OP. Mit seinen 10% Crit-Chance ist die Telos Boltes für verstümmelnder Schlag nie geschaffen. Wenn man diese Mod denn hat. Derzeit gibt es für Tonfas zwei Haltungen, Zwillingskreuz und Star Divide. Letztere kannte aber nicht mal ich, weil sie PvP-exklusiv ist. Wieso auch immer. Damit bleibt nur Zwillingskreuz, die recht häufig von Corrupted Moors droppt. Die Cronen sind wie bereits erwähnt gut für neue Spieler geeignet und sind auch langfristig noch gut brauchbar. Außerdem können sie den Arid Tenogen Skin nutzen und Modeframe ist bekanntlich das wahre Endgame des Spiels. Wenn man die Meisterschaftspunkte nicht braucht, kann man aber die Boltes getrost überspringen, da ihr wenn überhaupt die Telos-Version anstreben solltet. Dies ist locker einer der mächtigsten Nahkampfwaffen im Spiel, selbst ohne verstümmelnder Schlag. Okay, wer mich länger verfolgt, weiß, dass ich bisher kaum Videos über Waffen gemacht habe. Da ich hier anders herangehen möchte als bei den Frame Guides, bin ich besonders offen für Feedback. Außerdem möchte ich gerne wissen, welche Waffentypen ihr als nächstes sehen wollt. Das war's, ihr dürft wieder grinden gehen, Tenno.